Rockerin Alexa Styles aus Südafrika eigentlich, ne? Aber startet nicht für Südafrika. Doch, startet schon für Südafrika. Achso, nee, stimmt, sie hat gewechselt, stimmt. Ihr allerdings. Großvater ist Zyprer, deswegen da die Ehre ihm gegenüber sozusagen. Genau, aber sie hat lange für Südafrika geritten und ist ja auch in Deutschland zu Hause. Genau, sie ist, hat den Stall gewechselt, ist jetzt bei der Familie Michaels Baerbaum, Meredith und Markus in Tellinghausen und reitet hier Quando Vengo, 11-jähriger Wallach von Quadros. Holsteiner, ein Fehler bisher, 4 Fehlerpunkte. Sie sehen unten links, falls Sie es nicht so gewohnt sind, sage ich es gerne trotzdem nochmal, auch für alle, die es schon wissen, die mitlaufende Zeit. Wir sind bei maximal erlaubten 72 Sekunden. Oh, Verweigerung. Cassandra ist oftmals so mit den Pferden natürlich schon in dieser Atmosphäre. Nicht alle Turniere, Hallenturniere sind immer so super besucht wie in Leipzig. Da haben manche Pferde, vor allen Dingen, wenn sie noch so relativ jung sind, ein bisschen Problem, ne? Ja, genau. Das ist auch hier, ne, mit dem Licht und allem. Und dann ist das Wasser da vielleicht jetzt gerade ein bisschen im Wassergraben. Hat es vielleicht ein bisschen gescheint und da hat er einmal ein bisschen geguckt. Aber beim zweiten Mal hat sie es jetzt ja souverän überwunden und reitet jetzt ja hier nach Hause. Ja, das ist auch immer wieder wichtig, für Pferd und Reiter eine Einheit sozusagen dann auch zu bleiben und für das Pferd aus Sicherheitsgründen sicherlich auch ein gutes Gefühl aus dem Parcours mitzunehmen. Auf jeden Fall. So, also die 26-jährige Alexa Styles ist die erste, die diesen Parcours hier durchritten hat. Du bist ihn gerade abgegangen. Was sind die Schwierigkeiten? Ja, also schwierig ist wahrscheinlich alles. Aber auf jeden Fall die Linie hier zu der Ochse-Ochse-Kombination. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man schon ein bisschen reiten muss, ein bisschen Bein geben muss. Die Steilsprünge hier auch gerade der Steil in die Kombination rein, der ist relativ hoch. Da müssen die Pferde auch schön vom Hinterbein abdrücken. Ansonsten finde ich tatsächlich, dass das ein recht humaner Parcours ist. Ich finde, der ist super gebaut. Würdest du sagen, leicht? Leicht nicht, natürlich nicht, aber auf jeden Fall machbar. Okay, also es geht ja hier immerhin auch um 100.000 Euro, das kann man ruhig sagen. Ne? Das ist halt eins der höchstbewerteten, ich glaube das zweithöchste sogar in Leipzig, nach dem Weltcup-Springen an sich. Und wir sehen mit Tim Rieskamp-Gödeking, dem 40-Jährigen aus Steinhagen. Ja, Tim ist in einer super Form, ja. Der hat letzte Woche auch in Münster einen Spring gewonnen. Also ich glaube, der kann auf jeden Fall diese Woche auch mitmischen. Ja, war ein gutes Jahresende für ihn, ne? Das Championat von Frankfurt gewonnen, dann, wie du sagtest schon, Münster aktuell. Auf Chaco Blue, auf Coldplay, einem Abkömmling von Chaco Blue, so genau, da sehen wir nämlich gleich noch einen hinten drauf. Aber erst einmal bleiben wir hier bei Coldplay, im Hintergrund auch die Musik, falls Sie sie nicht hören können, sage ich es Ihnen. Von Coldplay. Oh. Ja, alles sauber bisher. Ja, sieht gut aus. Gucken wir auf die Zeit. 72 Sekunden erlaubt. Sehr gut. Ja, locker, locker drunter geblieben. 64,33. Und das ist so die erste Benchmark. Ja. Auf jeden Fall, da werden die anderen nochmal versuchen, hinterherzukommen. Also wir haben ja ein Springen nach Strafpunkten und Zeit, wie es so schön heißt. Höhe der Hindernisse 1,50, sehr human. Zum Weltcup selber geht es bis 1,60, ne? Ja, Sonntag auf jeden Fall 1,60. So, jetzt haben wir Caroline Rehoff-Petersen. Bestimmt wissen Sie gleich nicht, dabei, was für eine sympathische junge Dame das ist. Sonst 21 Jahre jung, im Nebenjob Model, aber im Springsattel auch schon sehr erfolgreich. Zweimal Nordic Champion, zweimal in Europameisterschaften teilgenommen für Dänemark. Und eben auch auf einem Abkömmling von Chaco Blue unterwegs, Cecchini.
Kann man eigentlich neben dem Reiten, neben dem professionellen Reiten überhaupt noch ein Hobby haben? Hast du eins? Ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Im Sommer, wenn die Tage länger sind, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen einfacher als im Winter. Da bleibt eben auch nicht mehr so viel Zeit. So, hier der Steilsprung, Sport im Osten, bisher sauber alle genommen. Ja, das sieht gut aus. Sehr flüssig, an der Zeit wird es auch nicht hapern. Letzter Sprung. Oh. Habe ich mal so sauber gesagt und da hätte ich es mal nicht beschrieben. Sie ist total happy darüber, dass sie hier null geht. Allerdings hat sie die Zeit nicht ganz im Auge gehabt. Das stört sie offensichtlich aber gar nicht so. Freut sich trotzdem. Für sie eine Überraschung hier. Mit Cecchini. Hat sie wohl selbst damit nicht so gerechnet? Ja, auf jeden Fall eine starke Leistung. Ja. Ich habe sie ein paar Mal gesehen letztes Jahr auf den Turnieren. Ja, und das ist schon stark hier, heute nur zu reiten. Ist ja auch so, wenn es nicht so gut läuft mit den Pferden, dann immer mal wieder so ein, zwei kleine Tiefschläge, dann verzweifelt man wahrscheinlich auch so ein bisschen und geht in so eine Phase, wo man so einen Erfolg mal wieder braucht. Das scheint bei ihr der Fall gewesen zu sein. Die hat in letzter Zeit schon mehrere gute Erfolge gehabt, aber ich glaube natürlich hier in Leipzig jetzt hier in so einem Springen bei der Konkurrenz null zu reiten, das ist schon für so ein junges Mädel schon was Besonderes. So, jetzt haben wir einen Stammgast, Michael van der Vleuten auf der Partnerpferd hier in Leipzig, 34-Jährige, absolutes Leichtgewicht, ne? 58 Kilo, 1,68 Meter groß. Das hast du dir notiert? Das habe ich mir notiert. Ich habe ihn gefragt, ob das tatsächlich stimmt, ob er nicht noch gewachsen ist zwischendurch. Sagt er, nee, nicht mehr. Es geht nur noch in die Breite, meint er. Aber das ist. Sieht man auch nicht so viel von. Das sieht man nicht so viel von. Aber das ist natürlich von großem Vorteil. Neunjähriger Hengst, Obeli van Brouwershof. Das ist für die jüngeren Pferde sicherlich hier auch eine Bewährungsprobe, die noch nicht so häufig vor großem Publikum gesprungen sind. Und dementsprechend hier auch so ja, lernen können eigentlich. Aber manche brauchen das wahrscheinlich auch, ne? Ja, so ein bisschen den Kick. Jetzt neun heißt ja eigentlich, manche Pferde sind sogar noch 8 Jahre alt. Da können sie ja noch in der Youngster-Tour starten. Also von daher auf jeden Fall ein Pferd, was mit Sicherheit noch nicht so viele schwere Parcours im Leben gesehen hat. Ja, aber offensichtlich Potenzial hat. Ja. Michael van der Vleuten im Weltcup selbst. Wahrscheinlich wird er das Finale nicht erreichen. Noch ohne Punkte wird Obeli auch nicht im Weltcup dann am Sonntag reiten. Aber Sache gut gemacht. Zeit eingehalten. Rang 3 bisher für den Niederländer. So, nun kommt, muss man sagen, die große deutsche Hoffnung auch für die nächsten Jahre. Gerrit Nieberg. Das ist unfassbar, wie er den Grand Prix von Aachen gewonnen hat. Also du wirst es sicherlich so vom Gefühl her ähnlich erlebt haben, kann ich mir vorstellen. So ein riesen Turnier zu gewinnen, er beim sehr jungen in Aachen. Gut, er hat 500.000 Euro dafür bekommen. Das war beim Derby bei dir nicht ganz so viel, ne? Das war nicht ganz so viel, genau. Aachen ist natürlich auch, hat nochmal einen größeren Stellenwert in dem Sport, aber ich glaube, vom Feeling her ist das schon ähnlich. In Aachen sind, glaube ich, noch mehr Leute oder sicher mehr Leute dabei gewesen. Aber auf jeden Fall auch was ganz, ganz Besonderes. Ja, aber ich denke mal, also auch gerade das Hamburger Derby, was ja 102 Jahre alt ist schon und dementsprechend auch eine Riesentradition hat, das, was du gewonnen hast, jetzt 2022, das kann dir keiner mehr nehmen. Das ist halt eben der Wahnsinn. Das ist etwas, da geht man halt mit Superstars, muss man ja sagen, zusammen in die Annalen ein. Und das kann ich schon stolz machen. Das kann ich schon sagen. Also das ist wirklich eine extrem gute Leistung. Während sich Gerrit Nieberg hier natürlich große Chancen auch ausrechnet, das Weltcup-Finale natürlich zu erreichen. Er ist auf einem guten Weg dahin. 33 Punkte, Rang 11, die besten 18 qualifizieren sich ja automatisch für Omaha und jetzt hier in der Qualifikation reitet er natürlich auch, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen für die Atmosphäre. Er ist ja mit Ben unterwegs und Ben ist ja auch sein Top-Pferd, Paradepferd. Ja.
Ah, das ist schon ganz stark hier. Der hat überall die kurzen Wege eingeschlagen. Das ist schon mal eine Top-Zeit. Top-Zeit, ja. Nochmal 4 Sekunden schneller als im Riskampf Nedeking. 60,46 Sekunden. Das ja, für ihn läuft es, ne? Das momentan. Ist, muss man so sagen, genau. Das wird jetzt auch, glaube ich, schon schwer genug werden für die anderen, die Zeit zu toppen. Das ist immer interessant. Also er ist ja mit seinen 29 Jahren, hat ja nun auch schon wahnsinnige Erfahrung natürlich auch, was das Gestüt angeht. Die sind ja, ist ja ein Familienunternehmen, ne? Ja. Mit Papa Lars, ja, der zweimalige Olympiasieger und Weltmeister. Der hat ein Idol eigentlich in seinen Reihen. Und da ist der Ehrgeiz wahrscheinlich auch sehr groß. Aber... Bestimmt. Ja? Aber er macht sein eigenes Ding und das, glaube ich, ist auch genau richtig. Aber die Voraussetzungen sind natürlich toll. Wilma Hellström, die Schwedin, Platz 6 in Lyon beim Weltcup-Springen dort. Ganz interessant, 4-mal gestartet bisher im Weltcup in der Saison. Von diesen bisherigen 11 Stationen, 4-mal am Start und 4-mal in den Punkten gewesen. Sehr ausgeglichen mit Kitschi. 12-jährige Schimmelstute. Das Interessante ist bei dem Pferd, das hat nur ein Auge. Aha. Und springt trotzdem über die großen Parcours. Aber das ist ja tatsächlich also eine Rieseneinschränkung eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Was die Distanz angeht und es geht. Bisschen zu nah? Ja, aber ein bisschen, ja. Zeit gut, 4 Strafpunkte für Wilma Hellström, rangiert sich auf Platz 4 ein. Das Hindernis, die Stange wird wieder aufgelegt und gerichtet. Ja, kann zufrieden sein. Mit dem Rot zur gleichen Farbe alles. Gleichen Voraussetzungen für alle Paare. So auch für Kizy Dufournard. Du hast ja in diesem Jahr oder im letzten Jahr auch gute Erfahrungen in Sachsen gehabt, ne? Ja, ja? Das stimmt. Genau. Ja, ich war in Chemnitz noch Ende des Jahres. Das war auch sehr erfolgreich. 2. Platz? Ja, 2. Platz im Championat. Und da waren 20 Leute im Stechen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das ist natürlich dann extrem gut. Hat man dich sozusagen gleich adoptieren wollen hier für Sachsen, denke ich mal. Ne? Aber das Publikum, das ist ja so... Du kennst ja viele Turniere, weißt du natürlich auch, wo es gut ist, wo weniger Stimmung ist oder so. Aber das ist hier in Sachsen offensichtlich dann schon mal eine besondere Note. Oder wie empfindest du das? Oder hast du das bisher empfunden? Ja, Leipzig ist auf jeden Fall besonders, was das Publikum betrifft. Die nehmen einen unheimlich mit und das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, wenn die Leute da so ambitioniert dabei sind und einen auch halt im Parcours motivieren. Ne? Wir sehen Julien Anquetin. 7 Punkte bisher im Weltcup. Also wenn wir ungefähr so sagen, 40 Punkte müssten ausreichen, sich zu qualifizieren fürs Finale, dann wird es für sie auch jetzt allerhöchste Eisenbahn. Aber allerdings ist sie jetzt hier unterwegs mit Cezus, auch 11-jährig, also auch noch relativ jung. Auch für sie eine schwierige Prüfung. So, er hatte bisher im Weltcup in Verona Platz 10 erreicht und jetzt ist er hier mit 8 Punkten. Auch für ihn wahrscheinlich erst einmal. Es sind ja relativ viele auch dabei, die in Leipzig noch nicht so kennengelernt haben, noch nicht so kennen. Auch für die Pferde, wie schon gesagt, ist es für sie natürlich auch immer wichtig, sich ein bisschen die Atmosphäre ranzuholen. Und Jürgen Anquetin, also Platz 6. Vielleicht haben Sie es gehört, der amtierende Mannschafts-Europameister Brian Balsiger aus der Schweiz jetzt. Er machte sozusagen den ersten Sieg in der Weltcup-Saison in Oslo klar. Zuletzt blieb er 3-mal ohne Punkte. Also auch er braucht noch insgesamt 22 Zähler.
So, vielleicht gehen wir mal, Cassandra, so mal den Parcours nochmal in den einzelnen Sprüngen nochmal. Du hast ja vorhin gesagt, wenn Gerrit Nieberg geritten ist, hat er quasi überall mal so einen halben Meter, so ein paar Ecken. Ja, genau, er ist hier nach dem vierten Sprung, der Steil, der Grün-Weiße. Da ist er schon direkt vorne rum zu fünf, also er hat auch halt direkt drauf angelegt, hier zügig durchzureiten. Das war jetzt auch der einzige bis jetzt gewesen, der es gemacht hat. Genau, in Kombination will man grundsätzlich immer ein bisschen zum Halten kommen. Sehr gut. Oh, er macht das sehr gut hier. Ja, versucht er auch noch ein bisschen abzukürzen. Gute Zeit bisher. Ja, das sollte ausgehen. Kein Problem. Sehr gut. Julian Beisiger, also auch die Schweiz dabei. Ja, trotzdem fast 4 Sekunden langsamer. Aber 4 Sekunden langsamer, richtig. Cassandra, 4 Sekunden weniger hatte Gerrit Nieberg gebraucht. Sowas beruhigt natürlich dann wahrscheinlich auch, ne? Den Reiter, wenn du weißt, okay, das Pferd kann halt eben zulegen, aber auf Sicherheit kann ich dann auch nicht gehen. Kann man schon, er hätte ja auch die längeren Wege nehmen können, aber ich glaube, dass er weiß ja natürlich, wie gut in Form sein Pferd ist, und dann kann man das natürlich auch abfragen, wenn man weiß, dass das geht, ne? Ja. Jetzt haben wir Jordi van Massenhove aus Belgien. Hier sehen wir die Frau von Christian Ahlmann, Julianne Melchior mit den beiden Kids. Christian Ahlmann sehen wir dann gleich darauf als nächsten Starter hier im Parcours. Hier sieht man das ganz gut, dass er eigentlich versucht, eher eine lockere Nullrunde zu reiten. Haltet die Wege schön aus. Sehr flüssig bisher. Die Zeit wird sich ausgehen. Bleibt unter 70 Sekunden. Null Fehler. Das vierte Null-Fehler-Paar in der Qualifikation der Weltcup-Prüfung der Springreiter hier in Leipzig. So, und das ist dann sicherlich auch das Ziel des nächsten Paares. Christian Ahlmann, der hier den Großen Preis 6-mal gewonnen hat, insgesamt 7-mal erfolgreich war, das Weltcup-Finale gewonnen hat hier 2012. Also er ist tatsächlich adoptiert hier vom Leipziger Publikum. Christian Ahlmann hat viel getan, auch für das Image dieses Turniers, muss man sagen. Also immer ansprechbar und wirklich auch, ja, die Zuschauer sind einfach auch dankbar, ihn nicht nur reiten zu sehen, sondern auch mit seinen Interviews hat er hier sich sehr viele Freunde und Freundinnen gemacht, muss man wirklich sagen. Er zeichnet das Turnier eigentlich nicht nur mit seiner Anwesenheit aus, sondern auch tatsächlich so, wie er reitet, und immer bescheiden und trotzdem immer mit guten Pferden vor allen Dingen auch. Ist ja auch eine eigene Zucht, Verkaufs- und Reitstall in Belgien. Und nun ist er hier also unterwegs mit Solid Gold. Oh, da liegt es auch drauf an. Und er muss auch, Cassandra, er muss ja auch, zumindest was dieses Turnier hier angeht, am Sonntag vor allen Dingen. Das wird jetzt, das wurde aber ein bisschen eng, hat er gut gemacht. Das ist stark hier. Der 12-jährige Hengst, der kann was. Oh. Viel Risiko.
Ah, fantastisches Reiten trotzdem. Das könnte die 12-jährige Hengst. Könnte die neue Führung werden. Ja, das ist eine Kampfansage an Gerrit Nieberg. Ah, also der Erste, der unter 60 Sekunden bleibt. Und da freut sich die Familie mit. Platz 1 für Christian Allmann mit Solid Gold. Ja, das freut natürlich das Publikum. Sein Wohnzimmer rastet jetzt schon aus. Christian Allmann. Gut. Das waren nochmal 4 Sekunden. Boah. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nochmal so schnell geht. Aber offensichtlich hat der Parcours hier doch einiges noch zu bieten. Ja. Der ist auf jeden Fall schnell, der Parcours. Das kann man schon mal sagen. Aber ob da noch jemand drunter kommt. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall eine harte Nuss werden. Ja. So, aber Geir Gulliksen ist es auf jeden Fall zuzutrauen. Auch eine große Springerfamilie. Auf jeden Fall. Ja. Das Pferd war letztes Jahr hier auch beim Weltcup-Finale dabei. Da kann ich mich dran erinnern. Den habe ich gesehen. Ja, Quattro. War nicht ganz glücklich dann im Finale, aber er kommt immer wieder gerne her. Ist natürlich auch, das Pferd ist in einem Alter, wo man auch sagen muss, dass über mehrere Tage noch so viel abzufragen, das kann gut gehen, aber manchmal zwickt es dann vielleicht auch schon mal. Und das bei 17 Jahren. Das ist ein Alter. Das wünschen wir uns alle, dass die Pferde so lange laufen und halten. Ja. Also, Geir Gulliksen, 3 Starts bisher im Weltcup. Auch er schaut auf Sonntag, vielleicht für ihn sogar die letzte Chance, noch was abzuholen, beziehungsweise sich fürs Finale noch mal anzubieten. Es sind ja noch ein paar Stationen, aber ich glaube, ja, die letzten 3 ist jetzt noch Amsterdam. Und er geht mit 0 erstmal durch und mit 67 Sekunden knapp. Auf jeden Fall ist er dabei. Also nach Leipzig kommt noch Amsterdam, Bordeaux, ja, und Göteborg. Geir Gulliksen, also Ü60, wäre auf jeden Fall mit, wenn es eine Weltmeisterschaft Ü60 geben würde, wäre er auf jeden Fall da oben dabei. Ne? Juri Mansur, geboren in Sao Paulo, 43 Jahre und bei den Olympischen Spielen in Tokio auch für die Brasilianer dabei. Bei ihm ganz besonders interessant, er ja quasi ohne Pferdebezug in der Familie. Hat erst mit 18 Jahren angefangen, Turniere richtig zu reiten. So ein richtiger Spätstarter. Aber immer präsent, ne? Immer präsent, ja. Das ist auch hier eins seiner besseren Pferde, der schon auch viel gewonnen hat. Starker Reiter. Auch ein Pferd, was ihm selbst gehört. Oh, jetzt war vielleicht ein bisschen dicht. Fehler. Oh, nochmal. Na, das lässt sich dann nicht mehr retten. Das passiert schnell, wenn man einen Fehler hat, dass man so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt. Die Pferde sind ja sehr, sehr sensibel und man sieht, vielleicht sehen Sie es an den Stiefeln unten, an der Seite immer auch eine so A4 große Fläche, die nicht rasiert ist. Genau, ja. Das ist, wenn die besonders sensibel sind am Bein, dass man einfach so ein bisschen das Fell stehen lässt. So, also Sie merken hier, das geht Schlag auf Schlag, vor allen Dingen, was die großen Namen angeht. Nach Allmann, Gulliksen, Mansur, jetzt Jack Whittaker, der Neffe von John, der Sohn von Michael. Und der Name Whittaker ist natürlich im Reitsport, ja, muss man wirklich sagen, eine Domäne. Das sind Helden des britischen Reitsports, muss man sagen. Er selber beim Weltcup-Finale hier im April, der Jack, 6. geworden im Finale, sein
Onkels 12. Also da waren zwei Whittakers mit dabei. Das war schon eine große Besonderheit. Er selber muss noch ein paar Punkte sammeln, will er beim Finale wieder dabei sein. 8 hat er momentan. Ist mit Spider hier unterwegs in der Qualifikation. 10-jährige Stute. Ja, die Whittakers, das ist echt, das ist so eine Reiterfamilie, das ist Wahnsinn. Die haben das, glaube ich, alle im Blut. Ja, und es kommen immer wieder welche nach, ne? Kommen immer welche nach. Da bleibt dir in der Familie auch nichts anderes übrig, als aufs Pferd zu steigen. Und jetzt hat er ein bisschen Probleme. Ja, aber vielleicht ein bisschen weit weg da. Oh. Und dann ist es oft nicht immer, aber auch eine Kettenreaktion. Das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass man dann auch mal schnell das Rhythmusgefühl verliert. Ja. Oh, jetzt kommt er hier ganz locker nach Hause. Okay, also wir sind bei 8 Fehlerpunkten für Jack Whittaker. Für ihn wird der Sonntag wichtig sein. Jetzt hat er sich mal gezeigt. Jetzt weiß er auch wieder, dass hier ordentlich was los ist in der Halle. Aber mit dem Sieg wird er heute nichts mit zu tun haben, Jack Whittaker. So, eine der erfolgreichsten Reiterinnen der letzten Jahre und weiterhin Hoffnungsträgerin auch für Deutschland international, Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Sie mit 35 Punkten, sehr gut dabei. Ja, so eine Top-10-Platzierung würde sie ins Finale bringen, aber das will sie natürlich nicht am Sonntag. Die will natürlich ganz vorne mit dabei sein, logisch. Mit Messi von Drütersdorf, Nachfahre von Plotlu und Vorpleasure. Also von der Abstammung her ist man schon vielversprechend. Oberstes Regal, ne? Ja. Oh. Sieht manchmal ein bisschen spät aus. Wir nennen es jetzt fast aus dem Stand. Ganz kurze Wendung. Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass dieses Pferd noch nicht zu viel Hallenerfahrung hat. Das ist natürlich dann auch ein bisschen eine andere Atmosphäre. Da sind sie auch manchmal ein bisschen nervöser. Aber ich glaube, jetzt kriegt sie das ganz gut gelöst hier. Ja. Die Kombination auch gut gemeistert. Jetzt ist sie drin. Und dann ist auch schon bald wieder vorbei. Knapp 20 Sekunden noch. Wenn alles gut läuft, geht sie hier mit 0 Fehlern aus dem Parcours. Nochmal die Kombination, 2 Steilsprünge und dann geht's nach Hause. Und dann ist sie auch bei 61,93 Sekunden. Hervorragende Zeit, sah im ersten Ansehen gar nicht so schnell aus, aber hat viel Boden gut gemacht. Ja, das Pferd hat sehr viel Galopp, ne? Also das täuscht manchmal ein bisschen. Große Range. Ja, ist natürlich aber auch trotzdem vorne rumgeritten. Also schon ein bisschen was riskiert. Ja, kann zufrieden sein. Auf jeden Fall. Einzelgold bei Europameisterschaften, Mannschaftsgold bei Olympischen Spielen in Rio de Janeiro steht zu Buche für den folgenden Reiter aus Frankreich, Valérie de Vimpia, Roger Yves Bost, La France. So, Frankreich ist im Parcours. Roger Yves Bost. Ist immer schön, wie die Hallenbeschallung hier dann auch auf das jeweilige Land eingeht. Auf jeden Fall. Das hatten wir hier von der Copacabana vorher bei Yuri Mansour, dem Brasilianer. Einige schöne Samba-Rhythmen. Und jetzt ist man hier quasi in Paris, an der Ronde oder irgendwo in Frankreich. Die lassen sich was einfallen. Ja. Das ist schön für die Atmosphäre, das ist super und es stört vor allen Dingen auch nicht.
Ist interessant. Oh! Uiuiui. Das kann böse enden. Da geht die Kamera auch gleich nach oben. Aber wir sehen, er steht schon wieder. Roger Yves, das sind die Stürze. Ah, der wollte einen zu früh abspringen und hat dann mal einen beigemacht. Können. Ja. Das ist ärgerlich. Und da haben wir uns so in Sicherheit gewogen. Und dann... Ja, da hat ihn irgendetwas gestört. Die Stute, Ballerin. Ja, er kam da nicht so gut durch. Und dann gehen sie auch tatsächlich voll in die Eisen. Ne? Ja. Also da ist dann auch nichts mehr zu machen. So kurz vorm Hindernis, da kann man nur Glück haben, dass man halt eben so glimpflich davon kommt, wie er jetzt gerade. Aber das zeigt eben, dass es eben keine Selbstläufer sind. Das ist ne? so. Außer auch die Top-Profis haben dann eben in dem Augenblick dann auch kaum eine Chance, das Pferd zu halten und sich selber dann auch. Ja, das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, dass er ein bisschen besser da durchkommt in dem Moment, aber es sind halt auch nur Lebewesen. Welche Erfahrung hast du mit Stürzen schon gehabt? Oh, zum Glück, Klopf auf Holz, gar keine, zum Glück. Wir haben hier einen Holztisch, ja, können wir machen. Ja, es kann auch manchmal schneller gehen, als man gucken kann. Ja. Aber so ist der Sport leider. Ja, es wäre ja auch seltsam, wenn das alles immer so glatt laufen würde. Und die Tiere haben natürlich logischerweise auch ein Innenleben und Gefühle. Und dementsprechend gehört das eben genauso dazu, wenn sie verwirrt sind oder ihnen irgendwas nicht passt. Ängstlich werden, dass es dann zu so einer Reaktion kommt. Manchmal sind sie auch zu ehrgeizig. Und manchmal sind sie vielleicht auch zu ehrgeizig. Das weiß dann der Reiter beim nächsten Mal auch. Oh. Wie ist es bei Dakara? Bei deiner? Tatsächlich, dieses Wochenende war sie auch super ehrgeizig. Ja. Was ein bisschen zu frisch. Aber es ist auch so ein bisschen abhängig immer so vom, also es ist manchmal so, manchmal so. Man traut es dir nicht zu, aber sie ist doch nervöser, als man manchmal denkt. Den Pferden geht es wie uns, manchmal so, manchmal so. Ja, aber am Ende brauchen sie auch ein bisschen Blut, um da oben mitzumachen. So, jetzt haben wir Besuch aus Japan, Eiken Sato. Auch Jacana, eine Abstammung von Chaco Blue. Also die Abstammung ist natürlich immer noch keine Garantie dafür, dass das Pferd auch dann tatsächlich Top-Resultate bringt. Da gehört mehr dazu, ne? Als nur quasi dann die Abstammung zu haben. In der Zucht ist vieles möglich mittlerweile. Wir wissen von einigen, ist ja schon einige Jahre das Thema eigentlich, aber jetzt ploppt es erst so richtig auf, dass tatsächlich auch geklont wird in der Zucht. Das sind dann so Entwicklungen, die vielleicht nicht jeder gut findet. Manchmal ist es vielleicht nicht anders möglich, aber der Natur so ihren Lauf zu lassen, finde ich persönlich eigentlich auch immer noch charmanter. Das ist so, das sehe ich genauso, aber ja, wie es halt ist, wenn man so ein Top-Pferd hat und die Möglichkeiten, möchte man natürlich am liebsten gern davon ein paar mehr im Stall haben. Und ja, es gibt ja dann noch Pferde durchaus, auch Hengste, die sind dann unfruchtbar. Ja. Und dann geht das halt eben tatsächlich übers Knochenmark oder über die Haut. Und da kann man dann halt tatsächlich dann noch einen Nachfahren von ziehen. So, bleiben wir aber jetzt hier im Rennen, im Turnier, im Parcours mit dem Japaner Eiken Sato. Und das sieht richtig gut aus auf Chacano, schon 16 Jahre alt. So, der Oxa hoch und steil, super zum Schluss, auch er gut dabei, 66 Sekunden, knapp, ist also locker in der Zeit. Also da sammeln sich jetzt einige schon. Wie viel haben wir bisher? 2, 4, 6, 8? 9. 9. Einen Zeitfehler. Einen Zeitfehler. Ja, eine. Karolina
Caroline Rehoff-Pedersen mit einem Zeitfehler. So, der nächste ist Lars Kersten aus den Niederlanden. Halilea, seine 11-jährige Schimmelstute. Es ist ja durchaus so, dass die Reiter auch Unterschiede machen in der Beliebtheit, was so Hallenturniere angeht und was Open-Air-Parcours angeht. Wie hältst du es? Bist du da pari-pari oder doch eher draußen? Eher draußen, auf jeden Fall, ja. Die wichtigsten Turniere eigentlich sind ja auch alle draußen. Ne? Also klar, Weltcup ist auch was Wichtiges, aber alle Championate sonst, die sind ja alle eher draußen in der freien Wildbahn. Ja. Oh! Und wieder ein Problem. Ja, das sah auch das danach aus. Das ging aber gut da. Als ob er mal ins Wasser geguckt hat hier. Ja, Halilea ist da sozusagen mit dem Kopf durch die Wand. Zum Glück geben die Stangen nach. Und auch hier, wie wir es schon zum Anfang mal hatten, wird natürlich noch zu Ende geritten. Alles gut, das Pferd ist gesund. 70,85. So, Christian Hess auf Quality Time ist der nächste. Er ist schon bei deutschen Meisterschaften gewesen, der nächste Reiter aus Schleswig-Holstein. Quality Time von Quadros auf Christian Hess, Deutschland. Kommt aus deiner Gegend? Aus meiner Gegend, genau. Also Daumen drücken. Kennst du ihn gut? Ja. Also klar, man kennt sich halt, wenn man aus der gleichen Gegend kommt. Ne? Was traust du ihm zu in der Entwicklung? Also ich traue ihm auf jeden Fall zu, hier heute 0 zu reiten. Der hat auch ein gutes Jahr hinter sich. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Quality Time tatsächlich hier im Parcours jetzt unterwegs ist. Zu viel darf er sich nicht erlauben, aber hat natürlich auch den Vorteil, dass er schon einige vor sich hat reiten sehen und weiß, wo er Zeit gut machen kann. Oh, ja. Das geht. Da wusste er den Ausgang gerade nicht so. Ja, er hat den Sprung nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Ja. Glück gehabt, gehört dazu und da fällt tatsächlich dann doch die Planke am Sport im Ostensprung. Da fehlt ja dann einfach auch ein bisschen Platz noch an der Hinterhand und dementsprechend geht es jetzt leider so weiter. Schade, schade. Christian Hess. Christian Hess. 69,09. Ja, da muss ich natürlich trotzdem auch nochmal intervenieren, was der Unterschied zwischen den Outdoor- und oder Open-Air- und den Hallenveranstaltungen angeht. Kann ich mir gut vorstellen, dass man natürlich draußen sich da ein bisschen freier oder wohler fühlt, was das Pferd auch sicherlich angeht, weil viel wird ja nun mal auch im Sommer auch trainiert draußen und dann ist es sicherlich von der Atmosphäre ja auch was ganz anderes. Was ich hier von vielen Weltcup-Reitern in den letzten Jahren so gehört habe, ist, dass sie das durchaus zu schätzen wissen, dass es halt ja sehr eng ist, dass die Zuschauer nah dran sind, dass die Parcours natürlich auch ganz eng gesteckt sind und das fordert Pferd und Reitern nochmal was ganz anderes ab. Also wenn man
ja, so allumfänglich, wenn man so kompatibel sein möchte für alles, dann ist das hier perfekt eigentlich. Also da möchte man sozusagen das schwer miteinander vergleichen. Aber sie kommen gerne. Nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern weil es auch sportlich halt immer eine Herausforderung ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hier ist gerade schon ganz viel Glück gehabt hier am zweiten Sprung. Sammelt sich dann doch. Wenn da hebt. Ja, ist wahrscheinlich nicht der beste Tag von den beiden heute. Das passiert. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie quälen sich so ein bisschen durch den Parcours jetzt. Ne? Ja, ist auch, glaube ich, ein relativ heißes Pferd. Und ja. Wie wir gerade das schon angesprochen haben, mit dem Publikum und allem drum und dran, da kann das schon mal so sein, dass sie sich ein bisschen ablenken lassen. 16. Ja, es ist dann schon, Sie werden das auch sehen, liebe Zuschauer, relativ nah an die Bande gebaute Hindernisse. Dahinter gleich die Zuschauer. Das mag nicht jedes Pferd, auch so ein bisschen in Augenhöhe dann beim Absprung. Also da heißt es tatsächlich totale Fokussierung eigentlich darauf. Ne? Aber wenn ein Pferd halt, wie du sagst, eben auch so ein bisschen heiß ist und so ein Sporn hat, dann kann es durchaus sein, dass sie sich da halt eben auch ein bisschen abgelenkt fühlen. Das ist dann so. Jetzt gehen wir weiter und kommen zum Weltcupsieger in Mechelen in dieser Saison, zu Willem Vermeer aus Belgien. Linguine de la Pomme. Was für ein Name. 12-jährige Stute von Marius Claudius und Tinkers Boy. Er wird mit Sicherheit auch versuchen, hier eine zügigere Runde zu reiten. Ja, an der Spitze weiterhin Christian Ahlmann mit fantastischen 56,79 Sekunden. 4 Sekunden fast schneller als Gerrit Nierberg. Und wir haben eine Vierfachführung, eine deutsche Vierfachführung. Boah, das war auch schnell. Boah. Da war ein bisschen zu weit weg gewesen. Da kommt er nicht mehr ran unter die Top 4. Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf Platz 3. Und Tim Rieskamp, Gödeking auf 4. Ja, aber wenn du die Chance hast, ne, dann versuchst du es natürlich. Du kennst den Parcours, hast den optisch jetzt zumindest ein paar Mal schon abreiten lassen von anderen. Also weißt im Grunde genommen die neuralgischen Punkte und kannst ja auch die Ecken ausgucken, vorher schon, wo du ein bisschen Zeit gut machen willst. Aber manchmal ist dann irgendwie die Idee dann auch nur der Vater des Gedanken und die Umsetzung ist dann halt eben nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Du hast halt nur die eine Chance in dem Moment. Ne? Und wenn du die engen Wege Wendungen nehmen willst, dann ist es natürlich mit dem Risiko verbunden. Ja. So. Vorhin haben wir schon drüber gesprochen, über die Kulliksens. Da kommt der Nächste. Der Johann Sebastian. Genau, das ist der Sohn von Gaia Gulliksen jetzt hier. Ich glaube, beide Kinder sind, glaube ich, am Reiten. Victoria, die wird wahrscheinlich auch nochmal an den Start kommen. Ja, ziemlich zum Schluss. Genau. In dem Fall mal der Bruder first.
jetzt leider hier auch schon relativ früh den Fehler. Oh. Ja, aber alles gut. Ich würde sagen, dass es schon was Besonderes ist, dass die alle drei hier auf dem Level mitreiten. Naja. Allerdings richtig viel zu feiern haben sie bisher nicht an dem Tag heute. Das kann sich ja noch ändern, wenn dann die Victoria so am Ende des Feldes vielleicht nochmal einen gucken lässt. Aber das war, ja, nicht so besonders, da ist sogar eine Stange gebrochen, die wird jetzt ausgewechselt, haben wir gerade gesehen. So, dann haben wir noch einen, der jetzt kommt, Grégory Gotta, der Franzose auf BBG, auch ein gern gesehener und häufiger Gast hier in Leipzig. Die Stange sieht ein bisschen gebrochen aus, oder? Ja, das wird jetzt ausgewechselt werden müssen. Passiert auch nicht so häufig, ne? Nee, zum Glück. Das, zum Glück, ja. Aber das ist ja wirklich dann... Ja, die muss blöd gefallen sein. Ja. Aber meistens haben die schon vorher irgendwie einen kleinen Schaden, dass es dann irgendwie passiert. Die sind nicht mehr ganz aus Holz, ne? Das würdest du nicht mehr tragen können. Na, Holz vielleicht ist es trotzdem, aber... Die sind auf jeden Fall deutlich leichter als früher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber es gehört natürlich auch eine ganze Menge hier noch Equipment dazu, ganz klar. Das ist ja, wenn man davon ausgeht, wir können ja noch mal drüber reden, über deinen großen Erfolg beim Derby in Hamburg. Das ist tatsächlich ja nicht umsonst das schwierigste, der schwierigste Parcours, den man sich vorstellen kann. Warum ist er denn so schwierig? Ja, weil er natürlich viel mitbringt, was man im normalen Parcours auch einfach nicht hat. Das ist ja nichts, was man im Alltäglichen trainiert, den Wall hoch und runter zu reiten oder Eisenbahnstangen mit einer Stange zu springen. Ja. Das ist schon ist was Besonderes. Also ich war mir da auch nicht so ganz im Klaren vorher, ob das so alles funktioniert. Dann muss man sich mal vorstellen, liebe Zuschauer, also das sind 17 Hindernisse auf 1250 Metern. Das ist erstmal schon, das ist so ein gigantischer Parcours eigentlich, den man nicht so einfach da wegdrückt. Und was da steht, das kennen Pferde aus anderen Parcours eigentlich nicht so. Nein. Das ist eben das Besondere. Und die Höchstschwierigkeiten mit diesem von dir schon gesagt berüchtigten Derby-Wall machen den Parcours eben zum schwersten der Welt. Aber Dakara hat das alles nicht gejuckt. Nee, die hat es ganz einfach gemacht, zum Glück. Ich glaube, sonst wäre ich Sonntag auch nicht mehr geritten, wenn ich die ersten beiden Tage nicht schon so ein gutes Gefühl gehabt hätte. Kann man den Anteil an Erfolgen überhaupt prozentual messen von Reitern und Pferd? In dem Augenblick, wo der Erfolg nicht alles, was vorher passiert, das Training und so weiter, das ist schon klar. Aber in dem Augenblick, wo du weißt, okay, du bist auf einem Pferd unterwegs, was dich zur Not auch rüberfliegen lässt und rüberträgt. Das weiß man ja immer alles vorher gar nicht so genau. Man trainiert ja darauf hinaus, aber das ist ja, da gehört auch so viel Glück einfach dazu am Ende des Tages. Ne? Meredith Michaels-Berbaum hat zu Shutterfly immer oder über ihn gesagt, das kann fast jeder mit dem Pferd so ungefähr. Natürlich nicht, das stimmt natürlich nicht, weil es eine Einheit geworden ist. Ne? Das sind alles natürlich zusammen, man wächst zusammen und dann kann man sich aufeinander verlassen. In dem Fall kann auch er sich verlassen. Das ist der nächste Nullfehlerritt, Grégory Gotthard. Auch eine Top-Zeit. Ja, dritter Platz bisher. Dritter Platz Leipzig. Schenkt ihr nochmal einen Applaus. So, jetzt gibt es hier eine kleine Pause, während wir hier nochmal die Slow Motion sehen. Die Zeitlupe, Grégory Gotthard. Also er rangiert sich dann ein in die Phalanx der Deutschen auf Platz 3. Christian Ahlmann vor Gerrit Nieberg. Sehen wir es dann, Grégory, sehen wir Gotthard, Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Tim Rieskamp-Gödeking auf dem nächsten Platz. Und bisher muss man sagen, also du hast es ja schon angekündigt gehabt, das ist jetzt nicht kein super schwieriger, aber ich sag's mal so, ein ekliger, wo du schon Fehler machen kannst, die du gar nicht vorher einplanst so richtig, wo du denkst, okay, das passt schon, aber kommt eins zum anderen.
Ja, wir haben halt viele Möglichkeiten, wo man halt auch einen kurzen Weg reiten kann, den du reiten musst, um hier vorne dabei zu sein. Und das ist natürlich die Klippe für alle, ne? Weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du einen längeren Weg hast, hast du natürlich auch mehr Möglichkeiten, eine Distanz zu finden. Jetzt wird hier nochmal durchgehakt und durchgewischt, weil die zweite Runde, das hier, beziehungsweise der zweite Teil des Feldes, kommt dann noch. Und da haben wir solche Topstars wie Philipp Weißhoff, Max Kühner, also Philipp Schulze-Topphoff, heute schon mit einem Sieg beim Fünf-Sterne-Springen gegen die Zeit erfolgreich gewesen. Dennis Lynch, der Ire, Marco Kutscher, versucht sich Bio-Schweizer Markus Ening, den wir dann noch. Also das ist quasi schon Inventar hier, seit der ersten Stunde der Partner fährt dabei, Markus Ening. Kevin Stout, Richard Vogel, auch so ein Newcomer, muss man eigentlich sagen, in der Saison. Ne? Hat einen Sieg schon in Stuttgart beim Weltcup. Phänomenal. Seine Premiere hier in Leipzig. Du wirst ihn schon länger sicherlich auf der Rechnung gehabt haben, aber wenn solche Reiter, und du gehörst ja auch dazu, noch so jung sind und dann so mit einem Turnier, mit einem Sieg, mit einem Erfolg so den auch Durchbruch in der Öffentlichkeit schaffen, verändert das so ein bisschen das Selbstbild? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Also Richard Vogel ist auf jeden Fall ja schon ein bisschen länger dabei. Also den hat man auf jeden Fall auf dem Zettel. Ein ganz, ganz starker Reiter. Ich habe mich fast gewundert, dass er hier ist, weil er ja auch viel in Amerika unterwegs ist aktuell. Aber er ist wohl extra nach Leipzig gekommen für das Weltcup. Ja, wollte unbedingt dabei sein hier und das auch mal so erleben. Wahrscheinlich hat er eine ganze Menge gehört von dem, was hier so abgeht. Und wünschen wir ihm natürlich viel Glück. Werden wir nachher dann sehen. Jana Vargas ist noch dabei. Und das, was wir vorhin schon kurz mal angekündigt hatten, natürlich Viktoria Gulliksen. Mal gucken, ob sie es besser macht als der Bruder und der Papa. Hansi Dreher auch noch dabei. Also es sind noch einige Topstars, auf die wir uns heute freuen können. Ja, Julien Epaya ist auf jeden Fall auch nochmal mit Vorsicht zu genießen am Ende. Ja? Ein ganz schneller Reiter, ja. Okay, da freuen wir uns drauf. Also vielleicht gibt es nochmal das durcheinander gewirbelte Klassement am Ende. Aber was ich dich fragen wollte, ich habe gelesen, dass du tatsächlich auch so eine Marotte hast oder hattest, was die Mähne deiner Pferde angeht oder ging. Ist das noch aktuell oder? Nee, das ist nicht mehr aktuell. Ich habe tatsächlich früher mal 13 Zöpfe gemacht, falls du das meintest. Ja. Und heutzutage ist es eher so, umso mehr, umso besser. Aha, warum denn damals 13? Ist das die Glückszahl oder ist das irgendwas, warum 13? Ja, ich glaube, wenn man halt irgendwie Erfolg hat und dann irgendwie so Rituale, dann hält man da so dran fest, ne? Dann macht man einfach weiter damit. Ah, okay. Gibt es noch weitere, die du heute sozusagen pflegst, wenn das vielleicht zu zeitaufwendig geworden ist mittlerweile? Nee, das war ja da damals auf jeden Fall bei mir gang und gäbe, aber ansonsten ging es eigentlich so. Also nicht irgendwie mit dem... Als Fußballer sagt er, man zieht sich zuerst irgendwie den linken Stutzen an und dann irgendwie den linken Schuh. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei dir? Nee, das ich glaube, da gibt es keine Rituale mehr. Da gibt es keine Rituale mehr, genau. Also hätte man sich jetzt wirklich gedacht, also gerade wenn man Kinder hat und Bibi und Tina gucken muss oder darf, ja, mitgucken darf, dass da immer irgendwie was Rituelles dabei ist, dass man halt besonders auf ein bestimmtes Pferd eingehen muss, wenn man ihn sieht oder wenn man sie sieht, je nachdem, Hengst oder Stute oder Wallach, dass man halt so bestimmte Eigenarten an dem Pferd auch dann beobachtet, die man dann auch immer einhalten muss. Also wie ist es bei deinen? Ist es so, dass du mit allen gleich umgehst? Nein, das auf gar keinen Fall. Jedes Pferd ist ja auch anders vom Charakter her. Ne? Aber Grutta Cara zum Beispiel, die habe ich ja schon unfassbar lange. Ich glaube, wir sind ein super eingespieltes Team und wir wissen, glaube ich, beide, was Sache ist, wenn wir auf die Turniere fahren. Ja, nun wissen viele vielleicht nicht, dass du gar nicht für Deutschland startest. Ja, nicht mehr. Nicht mehr. Warum nicht? Und für... Startest für Polen? Warum? Genau, meine Mutter kommt aus Polen und ich habe irgendwann einfach mal den Entschluss getroffen, dass ich das einfach verändern möchte, nicht mehr für Deutschland zu reiten. Wir haben super, super viele starke deutsche Reiter und bei mir ist es einfach so, dass ich nicht aus der Pferdefamilie komme und nicht die Möglichkeiten habe, 5 Grand Prix-Pferde im Stall stehen zu haben auch. Und in Polen ist es halt einfach ein bisschen am Ende einfacher, würde ich nicht sagen, aber man bekommt schneller die Chance, auf ein großes Turnier zu fahren. Schön, aber das ist natürlich trotzdem dann gut, wenn man dann natürlich aus der Heimat auch immer mal wieder vielleicht eine Anfrage bekommt. Wie war denn Otto Becker so darauf zu sprechen, dass du plötzlich mit diesem Derby-Sieg dann auch in seinem Sichtfeld warst du wahrscheinlich schon vorher, aber
Ist er auf dich zugekommen und hat nochmal nachgefragt, wie Bestand das hat? Oder? Nein, also ich meine, es haben alle großen Namen gratuliert, das ist so, aber letztendlich wissen die ja auch, warum es so ist. Die haben ja selber die Schwierigkeit, welches Team sie zusammenwürfeln für die großen Championate, weil sie halt einfach eine große Auswahl haben. Ne? Ja. Also von daher, ich glaube, das wird akzeptiert und ich bin ja nicht die Einzige, das machen ja schon mehrere Leute oder Reiter. Und das ist ja für uns am Ende nur zum Vorteil auch, ne? Also hast du denn dann auch enge Beziehungen, enge Bande zu polnischen Reitern? Es gibt tatsächlich ein paar Leute, mit denen man den Kontakt pflegt, aber ich glaube, wenn man da oben ankommt, dann ist das einfach so, dass man so ein bisschen seinen eigenen Plan hat fürs Jahr auch. Und klar, wenn man sich sieht, dann ist alles ganz nett und man geht mal essen, gerade auch so, wenn die Nationenpreisturniere kommen, aber ansonsten. Jetzt sind wir wieder dabei bei Philipp Weishaupt. Ja. Just Be Gentle. Der hat auf jeden Fall da gerade nicht auf den Sprung geguckt, sondern eher in den VIP-Bereich. Hat was anderes gesehen, was ihm nicht gefallen hat offensichtlich oder so abgelenkt hat, dass er da jetzt nochmal eine extra Runde drehen muss. Na, guck nochmal. Na, geht doch. Und zwar hoch und weit und überhaupt kein Problem. Ja, also tatsächlich abgelenkt. Pferd. Ja. 9-jährige Stute von Tyson. Ja, und Philipp Weishaupt hat natürlich auch für Sonntag einiges vor. Hat bisher 18 Punkte gesammelt im Weltcup. Wenn er das gewinnt, oder wenn er in der nächsten Station zumindest sich vorne platziert, dann ist er im Finale von Omaha dabei. Tolles Pferd auf jeden Fall hier. Sehr und viel da Potenzial. Hat er auf jeden Fall ein Pferd im Stall, was sich mit ihm, unter ihm auch entwickeln wird. Im Stall von Ludger Baerbaum. Boah. Ja, tolles Pferd. Ja, sowas kann leider immer mal passieren. Das passiert den besten Reitern. Ja, weil danach alles super, alles flüssig und sieht man auch, welche Wege und welche Möglichkeiten das Pferd hat. Ja, das wird Philipp Weishaupt ärgern, klar. Ah, ich gehe davon aus, dass das Pferd tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung auf dem Gebiet hat. So, dann machen wir mal einen Strich drunter und Schwamm drüber und 30 Strafpunkte für Philipp Weishaupt und Just Be Gentle. Ja, da wird er selber mit dem Kopf schütteln und wird sich sagen, gut, das war dann in dem Fall auch nicht so der Tag der beiden. Mit einem großen Sieg in der letzten Woche. So, jetzt kommt mit Max Kühner, einer, der sich noch qualifizieren will, noch ein paar Punkte braucht, aber mit 35 Zählern insgesamt im Weltcup schon super dabei ist. Ja, sein Pferd heißt Jacko Blue und logischerweise stammt auch er von Jacko Blue ab. Also mit den Top 12 am Sonntag sollte er quasi das Finale auch erreicht haben. Aber heute gilt es jetzt erstmal in dieser Weltcup-Qualifikation ein Top-Ergebnis. Vielleicht sogar ein schnelles Top-Ergebnis, Nullfehlerritt nach Hause zu bringen. Ja, den Oxa ganz entspannt. Ja, und der zieht auch ein bisschen an in der Zeit. Ganz fantastischer Reiter auch. Und auch einer, der die Nationalität gewechselt hat. Ja, der Bayer. Oh. Von bayerisch nach Österreich, meinst du? Ja, genau. Aber einmal über die Grenze. Ja, und dabei bleibt es auch. Fühlt sich da wunderbar und wohl. Und aber auch aus den ähnlichen Gründen wie bei dir. Dass es einfach super schwierig ist, in diese dominante Phalanx in Deutschland halt hineinzugehen. Und auch viel, viel, viel Zeit natürlich dann dementsprechend geht dabei drauf. Aber für Max Kühner ist der Weg dann auch für die ganz großen Turniere eben nicht ganz so weit. Ja, mittlerweile ist das, glaube ich, also er ist auf dem Level angekommen, top, wo es, glaube ich, auch für Deutschland kein Problem wäre. Ja, aber absolut. Ja, aber ach, so einen gewissen Stolz hätte ich da auch gern. Ja. Klar. Dann sind für dich ja, genauso wie für Max Kühner und Österreich, sind für dich ja und Polen dann auch die Türen Richtung Olympia offen, ne?
Das ist ein ganz großer Traum. Ja. Die Euro wäre jetzt das erste, der nächste Step quasi, aber da sind wir auch noch weit von entfernt. Gucken wir mal, wie die Saison läuft. Ja, aber das ist das Highlight der Saison, das kann man sich vornehmen und bis dahin ist noch ein bisschen, aber das ist schon das, das erste Ziel. Ne? Das wäre ein kleines Ziel. Ein kleines Ziel, sehr gut. Okay, wir werden es beobachten. So, hier sehen wir die unteren Tischbereiche. Im Tischbereich, wo Just Be Gentle von Philipp Weishaupt gescheut hat. Jetzt sind wir Philipp Schulze-Tophoff, der, hatte ich vorhin schon mal kurz erzählt, heute schon einen guten Sieg gefeiert hat. Das ist ärgerlich. Sterne springen und geht gleich mit dem Fehler rein hier in diesen Parcours. Mit Clemens de la Lande aus Westfalen. Letzte Woche war der auch ganz erfolgreich dabei, glaube ich, in Basel. Auf jeden Fall einen Spring gewonnen. Oh. Also dazu muss man sagen, auf den Weltcup-Stationen, genauso wie es in Leipzig sind, ist es natürlich auch in Basel wie in allen anderen davor. Gibt es natürlich auch große Preise und etwas kleinere Rahmenspringen in dem Sinne, aber ganz wertvolle und wichtige eben auch. Ja, und da kann man auch durchaus den einen oder anderen Euro mit nach Hause nehmen. Und Weltranglistenpunkte. Und Weltranglistenpunkte auch. Gut, dass du es sagst. Wir sehen es von der sportlichen Seite her, logischerweise. Der, muss man sagen, der Topmann in dieser Saison, Henrik von Eckermann, ist hier in Leipzig nicht dabei. Der führt wirklich souverän, also Wahnsinn, was der in dieser Saison schon im Weltcup geleistet hat. Hat in Basel jetzt gewonnen, letzte Woche. Und davor auch in Verona immer top und vorne platziert. Also der ist schon weit, weit, weit weg. Der ist beim Finale sicher dabei. Und einige kommen heute auch noch, die nah dran sind. Lars Bak Andersen, der Däne. Ja, auch er kommt aus Holstein. Auch er kommt aus Holstein, genau. Nördlich. Nördlich, ja, doch, er ist in Holstein zu Hause. Ja. So, und Karl-Heinz B. Punkt. Sein Pferd. 11-jähriger Wallach. Und schon wieder einer von Chaco Blue. Also die Gene werden fleißig weitergegeben und offensichtlich auch in der Entwicklung vieler Pferde. Von Max Kühne hatten wir es ja vorher schon gesehen. Dann weitere drei Nachkommen hier in dieser Weltcup-Qualifikation dabei. Also da wächst nochmal eine schöne Generation von Chaco Blue heran. Das ist auch ein tolles Pferd. Das ist letztes Jahr auch schon auf der Weltmeisterschaft, Entschuldigung, nicht Europameisterschaft in Herning dabei gewesen. Ja. Ein bisschen dicht hier gewesen am Ochser leider. Die Caroline Rehhoff, die trainiert, glaube ich, bei ihm. Die sind, glaube ich, zusammengereist. Ja? Ja. Super. Trotzdem, Karl-Heinz geht mit 4 Fehlerpunkten aus dem Parcours. Ja, schade, aber auch damit mit der Zeit wäre gut gewesen. Rangiert sich an 14. Stelle ein. So. Dennis Lynch, auch sein Name ist hier ja quasi schon eingeritzt in den einen oder anderen Tisch, muss man sagen. Dennis Lynch, immer wieder fantastisch, ein super Sympath, Publikumsliebling und meist mit ganz schnellen Runden hier unterwegs. Ja, das macht auch immer Spaß zuzuschauen. Er hat so viele Pferde schon in den Topsport gebracht. So.
So, und bisher macht der 10-jährige Visto Granz das auch wieder sehr gut unter Dennis Lynch. Sehr vermögendes Pferd, sehr auffälliger Springer. Oh, sieht gut aus. Ja, die Zopfzeit wird er nicht erreichen, aber muss er jetzt auch gar nicht. Und kommt bei 64,93 Sekunden als Gesamtsiebter. 64,93. So, jetzt haben wir schon, ja, das wird noch ein schönes Finale geben. Marco Kutscher versucht jetzt, ja, in den letzten Jahren nicht immer mit den, ja, sagt er selber auch, das ist manchmal eben, hast du ein paar schwierige Jahre, was die Pferde angeht. Ja, Konkurrenzfähigkeit war jetzt nicht unbedingt so sein Markenzeichen in den letzten Jahren. Der Ex-Team-Europameister, Einzeljahr in Bronze, hat keinen Druck, sagt er, keinen Druck hier mit seinem Pferd. Und Aventador gibt hier sein Debüt, nicht nur in Leipzig, sondern überhaupt bei so einem Turnier vor Zuschauern, kennt das überhaupt nicht. Und wir sind gespannt, ob er fremdelt. Der 10-jährige Hengst. Oder ob Marco Kutscher ihn schon so weit hat, dass er hier konzentriert durch den Parcours über die Hindernisse geht. Du siehst natürlich sofort, ne, an der Reaktion des Pferdes, spitzt die Ohren. Ja, sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam, genau. Ich denke schon, dass Marco das so einschätzen kann, dass er das nicht versuchen würde, wenn er nicht weiß, dass es gehen könnte. Einer der erfahrensten Reiter in Deutschland. Die Ruhe selbst. Ja, aber es ist doch eine zügige Runde jetzt hier. Ja, jetzt traut er ihm was zu. Geht den weiteren Weg. Aber nimmt Geschwindigkeit mit. So, die Zweifache. Bisschen Glück. Aber das sieht gut aus. Sie erhalten die Luft an. Letzter Sprung ins Finale, 63,73 Sekunden. Ach, super, das freut mich ganz persönlich auch für Marco Kutscher. Toll, dass er das so gemeistert hat. Der Stammgast hier bei der Partnerpferds ist übrigens auch von Otto Becker qualifiziert, quasi schon nominiert worden für den Sonntag. Ja, also da gab es so einen Extrapunkt. Ich glaube, das ist auch... Ja, da gehört damit so einer Runde aber auf jeden Fall auch absolut hin. Absolut, ja. Sehr gut. Die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, hat er erfüllt. Und dementsprechend auch Marco Kutscher dabei. Christina unter Pius Schwitzer. Jetzt wird es bestimmt schnell. Jähriger Wallach. Ach. Ach nee. Erster Fehler. Noch einer. Von Christina. Jetzt geht's dahin, aber auch er nimmt natürlich jetzt nicht raus. Kann schon mal passieren, wenn man natürlich direkt am Anfang mit viel Frequenz anfängt, dass die Pferde dann so ein bisschen durch das Tempo nicht mehr ganz so mitarbeiten. Ja, Pius Schwitzer sehen wir dann auch am Sonntag wieder. Sicherlich ganz anders. Jetzt wird er auch den Tag heute erst einmal abhaken müssen. Zwischenstand weiterhin Christian Ahlmann vor Gerrit Nieberg.
Grégory Gotthard, der Franzose, auf Platz 3. Friederike Meyer-Zimmermann auf Platz 4 und Marco Kutscher auf Platz 5. Tim Riskamp, Goethe King. Also, 5 Deutsche unter den Top 6, das war so nicht zu erwarten, ehrlich gesagt. Aber nun könnte der Nächste da vorne mit reinrauschen, Markus Ening. Ich habe es vorhin schon gesagt, also eigentlich schon Inventar hier bei der Partnerpferd, seit der ersten Stunde dabei, also vor 25 Jahren. Es wäre übrigens, Cassandra, seine 20. Weltcup-Finalqualifikation, falls er es tatsächlich schafft, unter die Top 18 zu kommen. Er ist jetzt 10. 34 Punkte, 20 Mal Weltcup-Finale. Das ist schon mal ein Statement. Also ich sage es Wahnsinn. Auf unfassbar. Jeden Fall. Also mehr Erfahrenheit geht nicht. Leipzig und Amsterdam will er auf jeden Fall mitnehmen. Flüchtigkeitsfehler, ja. Ja. Das macht immer so viel Spaß, ihm zuzugucken. Das ist so feines Reiten. Also mit dem Prädikat lebt er nun schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten, dass er stilistisch einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste ist. Was ist an dem so gut stilistisch? Er sieht einfach aus. Also ich glaube, das kann jeder sehen. Ne? Es sieht aus wie Fahrradfahren immer bei ihm. Die Pferde sind immer locker, immer genau immer so, wie sie sein sollen. Er trifft grundsätzlich jede Distanz und hat sie halt immer am Springen, ne? Immer durch den Körper. Das ist schon schön anzusehen. Und wenn, dann sind es eben diese kleinen Fehlerchen, diese Flüchtigkeitsfehler, die ihn zumindest heute hier den Sieg kosten werden. 8 Fehlerpunkte, Markus Ening. Aber wie gesagt, mit à la carte, den 15-Jährigen, wie gesagt, sehr erfahren. Das Fallen wird er trotzdem zufrieden sein. Das ist okay. Im Weltcup ja 2. Platz letzte Woche in Basel. Und bei der WM lief es nicht so super. Einzelplatz 5 für die Olympischen Spiele immerhin qualifiziert. Das war schon sozusagen erste Bürgerpflicht für Markus Ening. So, Yuri Mansur haben wir gesehen aus Brasilien. Und Marlon Madolo Zanotelli ebenfalls. Aber das muss man eben auch dazu sagen, die kommen jetzt nicht rübergeflogen aus Brasilien. Nein, die sind in Holland stationiert. Die sind hier meistens in Holland, genau. Ja, fantastischer Reiter. Auch seine Frau, die reitet später auch noch hier, Angelika. Die sind beide super unterwegs. Boah. Ich glaube, die Zeit darf man nicht unterschätzen bei ihm. Immer die erste Distanz. Und für ganz vorne wird es nicht reichen, aber. So, letzter Sprung. Nochmal über den Opfer. Da sind wir auch. Zweiter Platz. Ja, du hast es gesagt, der Arndt. Unter 60 Sekunden hinter Christian Ahlmann, nur knapp. Der Schleicher irgendwie, ne? Das hat wirklich. Ja, es sah nicht so schnell aus, aber er hat immer die erste Distanz erwischt. Marlon Madolo Zanotelli. Angelica Zanotelli kommt dann auch noch. Dazwischen liegen noch 6 Reiter. Stefan Engbergs bringt hier Bayou in den Parcours. 10-jähriger Wallach von Balu. Einer, den man jetzt nicht so immer auf dem Zettel hat. Ne? Ja, der steht neben mir tatsächlich im Stallzelt. Und wir hatten uns darüber unterhalten. Und das ist quasi so
hier jemand, der halt einfach mal die Chance bekommt, hier mitzumachen. Und das ist toll. Also so welchen Leuten drückt man halt auch unbedingt, also die Daumen. Ne? Ja. Das sind die sozusagen, denen du ja besonders die Daumen drückst, wenn es auch um den Sieg geht. Ne? Das war quasi ein, kann man auch sagen, Nachwuchstalent? Eigentlich nicht. Nein, mehr, ne? das ist kein Nachwuchstalent. Das ist ein Talent. Das ist ein Talent und ein starker Reiter und hat einfach ein tolles Pferd. Ja. Und die Chance jetzt einfach mal hier mitzumachen. Ne? Ja, und vielleicht sogar auch die Chance für mehr. Ja, ne? Absolut. Gut aus, auch hier der weite Weg, aber Geschwindigkeit aufnehmen, mitnehmen nach dem Steilsprung. Oh. Jetzt die doppelte. Oh. Ein bisschen dicht, aber das geht. Auch das dann die, einmal die Klasse des Reiters, aber auch das, was das Pferd ausputzen kann. Ne? Ja, es gehören immer zwei dazu, das muss man ja ganz klar sagen, ne? Aber der macht das richtig gut hier. Komm, bisschen Bein. Der steht hier in Leipzig in der Box neben dir. Ja, oh nein! Und das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Da muss man sich an den Kopf fassen, das tut er auch, logisch. Das gibt's doch nicht. Das ist schade. Den letzten Sprung. Die letzte Stange, oi, 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 oi. Mensch, Mensch, Mensch. Also, das ist echt tragisch, traurig, Stefan Engbers. So leicht kann man eben auch, ja, ich will nicht sagen Sieg herschenken, aber wenn es darauf angekommen wäre, da kann man sich dann schon mal in die Planke beißen. Auf jeden Fall, aber ich glaube, er kann trotzdem sehr zufrieden sein mit der Runde. Das war eine starke Leistung, aber sehr ärgerlich in dem Moment natürlich. Einfach nur zu kurz der Sprung, zu früh? Ja, ich glaube, der kam ein bisschen zurück über dem Ochser, ganz leicht mit dem Hinterbein einmal angetickt. Die liegen ja so leicht da drin, die Stangen, das geht dann leider auch mal schnell. Ja, das sind ein paar Millimeter Auflagefläche, also das geht rucki-zucki. Hätte auch gut gehen können. Ja, hätte auch gut gehen können, genau. So, Kevin Stout. Mit Sicherheit einer, der es jetzt auch drauf anlegt. Der hat in 8 von 10 Stationen im Weltcup bisher gepunktet. Das war ein sehr, sehr kurzer Weg. Ja. Oh no! Oh, das ist unglaublich. Da zuckt's hier, aber so richtig durch die Zuschauer. Das war eigentlich gar nicht möglich. Ja. Dann kriegt er die Hinterhand noch wieder. Und hier auch wieder, diesmal ging es aber schief. Ja. Und nochmal. Ja, 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 ja. Das geht zweimal gut und beim dritten Mal dann eben nicht mehr. Aber trotzdem tolles Pferd. Der Lou, Blue. Auch erst 10 Jahre. So, jetzt haben wir auch den zweiten der Weltcup-Gesamtwertung hier gesehen, der Franzose Kevin Stout. Auch er wird mit Dalou nicht am Sonntag dann am Start sein. Aber trotzdem toll, ihn hier wieder zu sehen. Auch er in Leipzig. Gern gesehener Gast, immer dabei, immer ehrgeizig und hat auch so eine kleine Marotte, dass er kurz vorm Springen, also 20, 30 Minuten vorher, gerne nochmal was Süßes zu sich nimmt. Echt? Da ist er ganz gerne hier nochmal unterwegs und muss irgendeine Creme oder irgendwas Fluffiges muss es sein, nur nicht was Festes. Das ist so nochmal der letzte Kick vielleicht. Ja, ist ein langer Tag aber auch, ne? Muss man durchaus sagen. Also wenn man hier noch spät reitet, es gibt ja auch noch Springen, die sind um 22, 23 Uhr. Also da muss man schon aufpassen, dass man nicht unterzuckert. Also das, wie regelst du das? Bist du da quasi auch einer, die sich gerne zwischendurch mal dann irgendwie in die Box legt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zum Pferd? Aber ja, in meine eigene Box, in der LKW lege ich mich tatsächlich gerne hin. Also Mittagsstündchen ist eigentlich schon fast ein Pflichtprogramm bei mir. Also bei solchen Turnieren, die ja tatsächlich dann auch an die Substanz gehen. Ja, man plant den ganzen Tag halt einfach. Ne? Hui, ui, eine ganz große Wendung. Jetzt achten wir drauf. Richard Vogel, der so viel Spaß gemacht hat, den Zuschauern in Stuttgart, dort das Weltcup-Springen gewonnen hat. Extrem kurze Wendung. Jetzt gibt er aber alles. Also wenn das Ding gut geht, dann geht das hier Richtung neue Bestzeit. Der hat so richtig Bock auf Leipzig. Oh, es ist sein Debüt und das war vollkommen klar. Das
in die Hose geht. Ah, da hat er zu viel gewollt. Aber trotzdem, gut zu sehen, sind beide gesund und munter ins Ziel gekommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste, ganz klar. Aber der war auf Rekordkurs und dass er das nicht durchhalten konnte, weil er nochmal Druck gegeben hat. Ja, er hat natürlich direkt schon in der Wendung da die erste Distanz angelegt und kam halt dann am Ende nicht an. Das war zu dicht. Ja, was nochmal? Das ist nun mal leider das Risiko, was man eingeht. So, das waren also die sauberen Sprünge. Ja, die Steilsprünge zeigen wir Ihnen. Alles gut. Aber das war nochmal eine richtige Action hier und das wird uns ja, jetzt vielleicht Holly Smith auch zeigen. Aus Großbritannien, das Paar. Froselli heißt der 13-jährige Wallach. In Holland gezogen. Schon den frühen Fehler hier, kam da ein bisschen dicht. Tatsächlich ist der zweite Sprung echt häufig gefallen. Dafür ist das eigentlich gar nicht so eine große Klippe in meinen Augen. Auf den ersten Blick täuscht den manchmal vieles. Dicht gefolgt vom Wasserochser. Ich glaube, da hatten wir die meisten Baustellen heute. Ja, Verweigerungen, Stürze. Und jetzt geht aber bisher hier alles gut. Trotzdem 8 Fehlerpunkte für Holly Smith. Roselli in ihrem Besitz. Kennen sich also schon sehr, sehr lange. Vielleicht gibt es auch noch eine Sekunde obendrauf für die Zeit. Nicht ganz. 8 Fehlerpunkte. Es bleibt dabei. Holly Smith. Bringt ihr Froselli durch den Parcours. Und jetzt erstmal wieder zurück in die Box. Was wird unmittelbar passiert in der Box nach einem Springen? Ja, also erstmal, wenn sie rauskommen, wird sie mit Sicherheit noch ein bisschen das Pferd austraben, ein bisschen Schritt reiten und dann wird sicherlich die Pflegerin das Pferd übernehmen und meistens kühlen wir einmal die Beine und putzen sie nochmal über, nochmal eine Abschwitzdecke rauf, dass sie einmal wieder runterkommen. Mit Sicherheit gibt es auch nochmal ein Leckerli. Was mag deine Dakara so am liebsten? Bananen, tatsächlich? Eigentlich alles, tatsächlich. Was... Ja, Bananen, Mangos frisst sie tatsächlich auch. Also bisher dachte ich immer hauptsächlich Möhren. Es so wird alles Gemüse, gern gesehen. Aber Obst eben auch alles, ja? Alles. Okay. Hauptsache saftig. Sehr gut. Oh, der fängt auch gleich zügig an hier. Wilhelm Grebe. Eng um hier. Wow. Mit Highway. Auch einer der stärksten Reiter von dem holländischen Super Team. Super Speed. Genau. Na, guck mal an. Na, guck mal an. Vielleicht wird das sein Highway to Victory. Ja. Der will es jetzt auch wissen. Aber auch hier der Fehler. Am Wasserochser. Ja, am Wasserochser, genau. Ja, manche, glaube ich, die leiten da schon so ein bisschen die Wendung ein für die Steil-Steil-Kombination. Und dann sind sie vielleicht nicht ganz 100% gerade. Unterschätzen sie es eben, genau. Das Hindernis. Gut.
Trotzdem vier Strafpunkte, Platz 14. Ja, das wäre sonst der dritte Platz gewesen. Super schnell, genau, 60,28. Da hätte er sich quasi vor Gerrit Nieberg geschoben. Christian Ahlmann weiterhin unangefochten auf Platz 1. Wahnsinn, 56,79, 2,5 Sekunden dahinter. Ja, ich glaube, da kommen auch nicht mehr viele, die das toppen können. Ja, mal abwarten, mal abwarten. Also du hast ja so ein bisschen, habe ich das richtig verstanden, mit Angelica Zanotelli noch geliebäugelt oder mit Victoria Gulliksen oder, Julien Epayer. Julien Epayer. Okay, gut. Ja, ich mach nochmal ein Kreuz hinter Hansi Dreher. Hansi Dreher ist direkt davor dran. Tatsächlich auch nicht zu unterschätzen. Wollen wir mal gucken, wie das am Ende ausgeht. Ich gebe ein Wasser aus. So, Jana Vargas jetzt im Parcours, die WM-9. und Nationenpreissiegerin in Aachen. War super stolz, dass sie da mit einem Markus Ehning im Team zusammenspringen konnte, ihrem Idol. Ja, die hat ihr Championatspferd hier dabei. Ja, Limbridge hier, wie heißt es dann immer so schön in der Reitersprache, Seelenpferd. Ja. Das ist er. Ja. So, 8 Fehlerpunkte für Jana Vargas. Sie sagt, sie konzentriert sich voll auf den Sonntag mit Limbridge. Das war jetzt sozusagen so eine Warmmachrunde erst. Sie will unbedingt angreifen, hat 10 Punkte im Weltcup bisher. Das reicht natürlich noch längst nicht. Geplant sind 2 Springen noch in Leipzig jetzt und in Amsterdam danach. Und, ja, aber auch sie gehört zu den, kann man schon sagen, aufstrebenden, zu den eigentlich auch schon etablierten Reiterinnen. Auf jeden Fall. Muss man sagen, ja. Ja, ganz, ganz starke Amazone. Amazone, darf man das noch sagen heutzutage? Nicht? Nein, ich weiß nicht. Wenn du das sagst, sage ich das auch. Amazone. Aber der 14-jährige Hengst Limbridge wird sie sicherlich noch so gut 1, 2, 3 Jahre, wenn es gut geht. Ne? Hoffentlich noch länger. Hoffentlich noch länger, aber auf Top-Niveau. Ja, wenn du mit 17 schon mit den... Möglich ist alles. Lüstern Schlackers, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber mit 17, 18 so in der Richtung ist dann der Zenit erreicht, glaube ich. Bei den meisten jedenfalls. Und jetzt haben wir also Angelica Zanotelli. Die Frau von Marlon. Ganz die Frau von Marlon. Marlon auf Platz 2 bisher. Ja, die hat auch schon Weltcup-Springen gewonnen. Genau. Mit Kendrick. Ganz junges Pferd. 9-jährig. Dafür hat sie umso mehr Erfahrung. Ja. Das ist schon... Oh, leider jetzt hier der auch Fehler. Auch hier wieder ein Flüchtigkeitsfehler. Der nächste schließt sich an und dann wird es eine Kettenreaktion. Ja, das kann schon mal passieren dann mit so einem unerfahrenen Pferd. Aber sie wird mit sicherlich mit dem Fuchs am Sonntag an den Start gehen. Gehe ich stark von aus. Also mit den 100.000 Euro hat sie auf jeden Fall heute nichts mehr zu tun. Da könnte ihr Mann Marlon Zanotelli noch eine Rolle spielen. So, jetzt sind wir bei 12 Fehlerpunkten, 70,77 Sekunden und auch hier am letzten Sprung fällt die Stange. Jetzt sind es noch 8. Nationenpreissiegerin für die deutsche Mannschaften und ehemalige deutsche Meisterin Belle Dupré, ihr 12-jähriger Wallach, und wir drücken die Daumen für Sophie Hinners für Deutschland. So, Sophie Hinners ist da. Vielleicht haben Sie den Sprecher gerade gehört, ehemalige deutsche Meisterin, hat hier Belle Dupré
im Parcours, schaut sich nochmal um, wenn man den Parcours begangen hat, also wenn man die Begehung mitgemacht hat und sich alles angeschaut hat, dann ist man eigentlich safe schon oder ist das dann immer nochmal nötig, dass man nochmal sich Reiter davor nochmal anschaut oder? Es gibt natürlich immer Distanzen, wo man sich nicht ganz sicher ist, so Mischdistanzen nennt man das dann. Und es gibt, also es ist natürlich, wenn man am Anfang dran ist, ist es schwer, sich da vorher noch was anzugucken, aber es ist natürlich immer hilfreich, ne, wenn es geht. Also. Ist ja tricky, ne? Also diese Mitteldistanzen, wie du gesagt hast, ob ich 2,5 oder 3 Galoppsprünge habe. Also 2,5 oder 3, das machen wir lieber nicht. 3 oder 4. Ja. So, genau, aber das gibt natürlich, es ist meistens immer bei den längeren Wegen oder in eine Kombination rein, dass man sagt, ja, machen wir jetzt 5 oder 6 hier. Mhm. Das ist schon manchmal ein großer Unterschied und jetzt hat sich hier kommt ein bisschen Probleme. Kommt er nicht hin? Nee. Oh, genau, sie ist jetzt natürlich auch ein bisschen raus, im Weg ausgeritten hier. Und dann hat das Pferd ihn nicht mehr so ganz auf der Spur gehabt. Kann passieren. So, Sophie Hinners ist zu Hause. Insgesamt 18 Fehlerpunkte. Ja, schade, Beryl Dupré. So, dann gucken wir nochmal aufs Gesamtklassement. Christian Ahlmann führt. Und jetzt mit einem großen Vorsprung. Aber absolut, also wir wollen es noch nicht festlegen. Aber vom Gefühl her habe ich für alle anderen ein schlechtes Feeling. Ich tatsächlich auch. Da wird jetzt logischerweise, also die restlichen, die jetzt kommen, die wissen natürlich, wenn wir das Ding hier gewinnen wollen oder zumindest, dann müssen sie alles riskieren. Ja. Und so macht das die Sache natürlich jetzt auch spannend. Jetzt wollen wir mal gucken, was Thibaut Spitz aus Belgien mit King Van Essen, 13-jähriger Hengst. Superschöner Schimmel. Die er so anbietet, aber da muss auch ordentlich Speed schon von Anfang an herrschen. Ah, ich glaube, er versucht eher hier eine schöne Nullrunde zu reiten. Das ist auch noch ein jüngerer Reiter. Ja. Na, abwarten. Ich glaube, das ist das, was wir auch einige Male gesehen haben, so manchmal so ein Schleichstil auch ziemlich gut in der Zeit sich macht. Also gerade wenn die Pferde so eine große Range haben, ne? Also so weit gehen können. Das stimmt, aber er lässt sich doch schon Zeit jetzt hier für die ganzen Wege. Ja. Ah, ein kleiner Flüchtigkeitsfehler. Vier Fehlerpunkte. Thibaut Spitz. Platz 17 für den Belgier. So, jetzt haben wir noch 6. Marcel Marschall. Vielleicht schafft er es mit Coolio, 10-jähriger Hengst und Casalito. Das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Die zu schlagende Zeit, 56,79 Sekunden für den Sieg. Alles, was unter 60 Sekunden ist, reicht für die Top 3. Berit Nierberg auf Platz 3 mit 40,46 Sekunden zurzeit. Geht er Risiko oder will er auch, wie du sagst, eine schöne Nullrunde hinlegen? Vielleicht was dazwischen. Was glaubst du? Was dazwischen? Geht das? Ja, vielleicht eine flüssige Nullrunde. Einfach. Also wenn er merkt, glaube ich, dass da was geht, entweder aggressiv anreiten und dann ist er nach 3, 4 Hindernissen Sprüngen ist er bei Null. Dann weiß er vielleicht, dass was geht. Hier guckt er nochmal. Ja, genau. Alles, was kein Geld zahlt, muss raus. So. Auf die Plätze, fertig, los. Ein bisschen erleichtert. Vielleicht hilft ihm das jetzt auch und
Los geht's für Marcel Marschall auf Coolio. Oh. Und schon beim Einsprung in den Parcours der erste Fehler. Was meinst du jetzt? Haben wir noch fünf, die danach kommen? Die werden sich ja auch ihre Gedanken machen und sich sagen, also puh, den Ahlmann da vorne, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr wegschieben können. Oder, ja, es geht, wenn natürlich man nicht damit rechnet, passiert es dann mal. Für den einen oder anderen wahrscheinlich auch überhaupt sich zu qualifizieren für Sonntag. Ne? Ja. Dann setzt man nicht unbedingt dann jetzt da an, hier zu gewinnen heute, sondern eher sicher null nach Hause und dann Am Sonntag dann genau, noch dabei zu sein. Genau, man nimmt ja auch immer viel raus. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wer von denen das plant, das Pferd jetzt am Sonntag auch noch zu reiten. Dann würde man heute eher eine lockere Nullrunde versuchen, um dann Kräfte für Sonntag zu sparen. Das nimmt natürlich immer viel raus aus den Pferden, wenn man dann vorne rum und schnell und versucht, die Spitze zu erreichen. Genau, also es gibt ja immer auch so eine Art Wildcards oder 5 Nominierungen, ja, die ein Land quasi noch geben kann, gar wo der Weltcup gerade stattfindet, um seine Reiter sicher ins Finale dann auch eben starten zu lassen. Das ist so ein Bonus, den man so hat als Gastgeber. Markus Kutscher haben wir ja schon angesprochen gehabt, das ist ja einer dieser Fälle und dementsprechend ist das bei den meisten natürlich so, ja, kann ich gut nachvollziehen, sich jetzt nicht dem Risiko auszusetzen, mit seinem Topwert jetzt hier unbedingt nochmal die Sterne vom Himmel zu holen, aber Solid Gold hat Christian Ahlmann hier zumindest erstmal so weit nach vorne geführt, dass es wirklich echt schwer wird. Victoria Gulliksen versucht es jetzt, also es besser zu machen als Brüderchen und der Papa. Zuzutrauen ist es ja auf jeden Fall. Zuzutrauen, wir trauen es ja allen zu. Das immer. Auf jeden Fall. Ja, also dafür sind die Pferde einfach sehr gut, dafür sind die Reiter meistens auch schon erfahren. Doch, genug. Ich glaube, dass sie eigentlich fast alle erfahren sind. Und damit war es das schon wieder. auch am Eingang. Oh Mann, geht gleich weiter hier so. Ja. Aber das ist es halt einfach, sind Lebewesen und es kann halt einfach auch allen passieren. Ne? Aber ich empfehle Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, bleiben Sie dran, das Ding ist noch nicht entschieden. Ich bin mir sicher, dass der Hansi Dreher sicher nachher noch einen richtigen raushaut. Das Pferd heißt Elysium, erinnern Sie sich dran. Und danach, na gut. Oh! Eieieiei! Spektakulär ins Leere fast gesprungen. Ja, es sieht fast so aus, als wenn er nicht hundertprozentig in Topform ist diese Woche. Ja, muss man auch sagen, aber noch gut unter Kontrolle bekommen. Ja, Glück gehabt. Das muss man schon sagen, dass sie beide gut mitgemacht haben da. Hat ja dann auch schon fast mit Akrobatik zu tun dann teilweise. Ja, obwohl das Pferd hat so ein bisschen seinen eigenen Style. Ich habe das auch schon mehrfach gesehen auf dem Turnier. Der ist so ein bisschen kleiner, quirliger Fuchs ist das. Ja, und man merkt dem Fuchs auch an, dass er Spaß hat eigentlich am Springen. Ja, dass nicht alles so gut läuft. Gut, das haben wir jetzt gesehen, das kann passieren. Aber gut, jetzt gilt's. Adrian Schmidt. Der Schweizer, wir haben einen Schweizer, einen Deutschen, Frankreich und Italien noch im Rennen. Also das wird mal ein schönes. Europäisches Finale von 4 Starter, Starterinnen hier im Leipziger Parcours in der Messehalle 1. 25-jähriges Bestehen der Partnerpferd. Und man muss sagen, es ist tatsächlich vom Start weg her gewesen eine super Aktion, so viele Zuschauer hierher zu bekommen erst einmal. Also das haben nicht viele Turniere bisher geschafft, von Anfang an so angenommen zu werden.
Und die immer jedes Jahr trotzdem treu wieder dabei sind. Ja, tatsächlich. Also viele sind mitgewachsen sozusagen. Also die am Anfang hier waren, vielleicht irgendwie noch zur Schule gegangen sind, haben vielleicht jetzt ein eigenes Pferd oder bringen jetzt ihre eigenen Kinder mit. Ich glaube, es gibt sogar tatsächlich Toll. Hier so einen kleinen Fanclub hier da drüben, der Reitsportfreunde Eutin. Das kann die ich dir sagen, Reitsportfreunde Eutin. Die kommen jedes Jahr mit ihren Fähnchen. Die sind immer da, die haben immer da den gleichen Platz, das ist reserviert. Und das dürfen die auch aufhängen, sonst ist man da ein bisschen eigen hier, was so Fanclubs angeht. Aber das gehört einfach zum guten Ton mittlerweile dazu. Das ist ja auch toll, wenn sie gerade für jeden Reiter die passende Fahne rausholen. Ja, wir haben es drauf. Das sieht auch gut aus hier. Ja, guck mal her. Also wir sind jetzt noch nicht am Ende. Wir sind jetzt bei 0 Fehlern, aber die Zeit, die ist schon vorbei, um Christian Ahlmann oder unter die Top 3 zu kommen. Das wird ihm nicht mehr gelingen. Oh, Adrian Schmidt und gibt dann tatsächlich auch. Also da haben einige jetzt hinten nochmal abgelost. Ja. Leider, leider, kleiner Fehler zum Schluss. So, jetzt haben wir dann 44 Reiter oder Reiterinnen gesehen mit ihren Pferden. Jetzt kommt die Nummer 45 auf der Startreihenfolge. Elysium mit Hans-Dieter Dreher. Ja, ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall ja 12 Nullrunden und das sind auch die 12, die jetzt aktuell mit ins große Geld gehen. Alles, was dahinter kommt, ist leider so nur ein bisschen ab vom Schuss, sagt man bei uns. Ja, die Top 12 sind ja meistens immer die, die dann noch voll Geld kriegen. Und guck mal hier. Auch er hat schon Weltcup-Springen gewonnen. Und den ersten um. Ach, leider, leider. So, und hat hier auch in Leipzig schon das Weltcup-Springen an einem Sonntag gewonnen. 2015 war das mit Embassy. Und ja, Hansi Dreher dreht jetzt natürlich noch nicht ab. Aber hat er sich mit Sicherheit auch anders vorgestellt hier heute. 48-jähriger Rheinfeldner. Okay, also mein Tipp hat sich jetzt hier gerade so ein bisschen selbst eliminiert, aber sind wir froh. Dass vielleicht der zweite Tipp, nämlich deiner, aufgeht. Hansi Dreher ist jetzt gleich im Ziel. Elysium bringt nochmal leider, leider auch einen Zeitfehler mit, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Ich glaube, dass es auch für ihn, wie wir es schon häufig gesagt haben, tatsächlich darum geht, hier eine gute Runde hinzulegen. Hat nicht sollen sein, das ist eben auch das Business, das ist eben auch das Geschäft. Das kannst du nicht immer, schon gar nicht, kannst du das vorbestimmen oder planen, den Erfolg, ist ja klar. Selbst mit einem richtig guten Pferd sind auch an schlechten Tagen, aber eigentlich gibt es nicht schlechte Tage, es gibt nur Tage, die nicht gut sind. Und dementsprechend ist das auch alles immer im Rahmen zu sehen. Und der 11-jährige Schimmel hat auch noch ein paar Jahre vor sich. Das sind ja auch immer sehr flache Auflagen. Ne? Und ich meine, es ist auch in dem Fall dann schnell passiert, ist da mal ein Fehler. Gerade am ersten Sprung, wo sie vielleicht noch nicht ganz so bei der Sache sind. Merkt man dir das an bei Fehlern, so Flüchtigkeitsfehlern, dass du dich darüber extrem ärgerst schon im Parcours? Tatsächlich, also ärgern tut man sich, glaube ich, immer so ein bisschen. Aber gerade auch, wie wir das heute gesehen haben, mir fällt es dann auch schwer, weiterhin den Rhythmus zu halten. Also da komme ich auch mal schnell ein bisschen aus dem Ruder. Echt? Ja, so. Doch. Klar, gerade so bei den wichtigen Springen, dann denkt man so, oh Mann, warum? Oh, der will es auf jeden Fall wissen hier. Ja, bis jetzt noch gut im Rennen. Ah, auch er hat einen Fehler. So, auch das ging nicht auf. Der wollte, aber konnte nicht. So passiert es manchmal im Leben. Und da kommen noch welche dazu. Ja. So. Leider noch schneller, noch schlechter im Ranking als Hansi Dreher. Okay. Das ist geschenkt jetzt.
Einen haben wir ja noch. Einen haben wir noch. Pier Giorgio Bucci. Auf jeden Fall wird es einer von den alten Hasen. 12,94. Okay, der Einzige, der hier so, Christian Ahlmann und Solid Gold noch in die Suppe spucken kann, beziehungsweise heute, was auch immer, ob es Möhrchen sind oder ob es dann die Mango ist oder die Bananen. Oder das Bier. Oder das Bierchen, je nachdem, fürs Pferd sicherlich nicht. Nee. Ja, entreißen könnte das Siegerbierchen für Christian Ahlmann, steht schon bereit, aber... Wir haben noch einen. Pier Giorgio Bucci auf auch einem Pferd mit einem wunderschönen Namen. Könnte heute sogar zum Blockbuster werden. 12-jähriger Hengst. Ja, sieht schon ein bisschen unruhig aus. Nochmal eine extra Runde und dann geht's los. Ui. Noch ist der Sieg von Christian Ahlmann nicht in Tüten. Ich glaube, das wird nicht reichen. Das ist jetzt schon ein bisschen zu langsam, oder? Ja. Ja. Nimmt auch nicht volles Risiko, will eine sichere Runde hier abliefern. Der Italiener. Ui, ganz viel Glück gehabt da. Ja. Aber er macht es ihm auch nicht so leicht hier. Kontrollieren. Weit weg. Oh, das ist zu weit. Nein, oh. Geht noch gerade rüber. Das ist spannend hier das heute. Ist schon Kunst. Das ist schon Kunst. Das haben wir ein paar Mal vielleicht gesehen. Vielleicht wird es noch eine Top-3-Platzierung. Kommt da noch ins Geld? Dafür muss der Null reiten. Wie gesagt, zweithöchste Dotierung hier in Leipzig. 100.000 Euro. Oh. Und letztes. Ah. Als ob wir es geahnt hätten. Ein Fehler und dann noch wieder beim letzten Sprung. Also es gab so ein paar neuralgische Punkte. Am besten hat sie gemeistert Christian Ahlmann. Er gewinnt also auf Solid Gold die Qualifikation zum Weltcup. Ja. Wieder mal ein alter Hase. Was soll ich sagen, Cassandra? Dein Tipp mit einem jungen Hasen ging heute mit einem Häschen sozusagen, ging nicht auf, leider. Aber trotzdem mit Christian Ahlmann hier eigentlich fast der logische Sieger in Leipzig. Hat wieder mal gezeigt, dass er ein tolles Pferd hat und wird am Sonntag sicherlich auch nachlegen. Morgen auch für dich, für morgen erst einmal. Viel, viel Glück. Vielen, vielen Dank. Ja, geh den Parcours gut ab. Ja, von hier hast du jetzt hast du mal von oben jetzt gesehen. Von oben ja, gesehen. Wo es vielleicht irgendwie noch ein paar Punkte geben könnte, wo man es besser machen kann. Toi, toi, toi. Es Auslosung, Startreihenfolge gibt es noch? Ja, werden wir heute Abend sehen. Heute Abend, ja. Ne? Heute Abend. Was würdest du dir wünschen, vorne im vorderen Drittel zu starten? 13. Oder? Starterin wäre ich gerne. 13. Starterin, dann bitte 13 Zöpfe. Da gucken wir mal. Ja, das wäre doch gut. So, vielen Dank erst einmal für heute, Cassandra. Wenn wir uns am Sonntag wiedersehen, dann nur gesund und munter. Ja, wenn wir dann das Weltcup-Finale bzw. das Finale, das Weltcup-Springen hier in Leipzig gemeinsam kommentieren werden und Daumen drücken dann für alle, die im Sattel sitzen. Heute mit einem Sieger von Christian Ahlmann. Hier haben wir die Familie gesehen, hier haben wir den Sieger noch mal kurz gesehen. Ja, und Marlon Manolo Zanotelli aus Brasilien Zweiter, Gerrit Nieberg auf Platz 3, Gregory Gotthard auf Platz 4. Wir freuen uns, dass alle einigermaßen rund und heil ins Ziel gekommen sind. Und für dich morgen, darf man trotzdem sagen, ne, Unterreiter, Hals- und Beinbruch? Natürlich, das geht noch. Natürlich. Dann Hals- und Beinbruch. Vielen Dank. Danke, Cassandra. Und Ihnen dann auch noch einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen.